Diese israelische Drohne wurde am Wochenende auf syrischem Gebiet entdeckt. Unklar ist, ob diese abgestürzt oder von syrischer Seite vom Himmel geholt wurde. Die syrische Regierung behauptet, dass sie bei einem Spionageüberflug abgeschossen wurde. Ein weiteres Indiz dafür, dass Israel im Syrien-Konflikt doch tiefer involviert ist, als es zugibt. Ein Bericht vor Ort von Paula Sleer. Seit mehr als 40 Jahren lebt Otman Massava in der arabischen Stadt Taibe in Zentral-Israel. Er konnte sich nicht vorstellen, er würde zwei Söhne an Syrien verlieren. Einer ging, um gegen die Assad-Regierung zu kämpfen und kehrte nie zurück. Der andere ging, um seinen Bruder zu suchen und wurde dafür für 2,5 Jahre in ein israelisches Gefängnis gesteckt. Tatsache ist, dass er nach Israel ging, um seinen Bruder zurückzuholen. Er wollte der Familie helfen. Das Land hat kein Recht, ihn so zu bestrafen. Aber das Land sagt, er habe Israels Sicherheit gefährdet, indem er sich mit Terroristen traf, von denen sie sagen, dass sie einen Selbstmordanschlag in Israel planten. Sein Anwalt glaubt, dies sei ein Justizirrtum. Auf der einen Seite kämpft Israel gegen den Trend, dass israelische Araber in Syrien kämpfen. Auf der anderen Seite nimmt es Leute aus Syrien aus humanitären Gründen auf. Israels offizielle Position lautet, dass dies humanitäre Fälle sind, verletzte Syrer, die an den Grenzen ankommen und Hilfe suchen. Aber nicht alle glauben, Israel wisse nicht, wen es da behandelt. Der drusische Aktivist Sudki Al-Makt verbrachte 26 Jahre in israelischen Gefängnissen, angeschuldigt, er würde Terror unterstützen. Seit seiner Entlassung ist er wieder aktiv gegen die israelische Besatzung der Golanhöhen. Er behauptet, er habe syrische Takfiri-Milizen gesehen, speziell Kämpfer der Al-Nusra-Front, die sich frei über die Grenze bewegen. Er schoss heimlich diese Bilder syrischer Patienten in israelischen Krankenhäusern. Wegen Erscheinung, Verhalten und Glauben geht er davon aus, dass es sich um sunnitische Kämpfer handelt. Israel unterstützt diese Terrorgruppen. Sie helfen den Terroristen nach Syrien. Sie helfen ihnen mit aller notwendiger Ausrüstung, um in Syrien Terrorangriffe durchzuführen. Und sie nehmen die Terroristen im besetzten Palästina auf und behandeln sie in ihren Krankenhäusern. Dann schicken sie sie zurück nach Syrien, damit sie noch mehr Terrorattacken durchführen. Einmal mehr berichten Kräfte der Vereinten Nationen, die in dem Gebiet stationiert sind, dass bei mehreren Gelegenheiten israelische Streitkräfte mit den bewaffneten Mitgliedern der syrischen Opposition Abkommen haben. Wenn sie zur israelisch-syrischen Grenze kommen und mit den Menschen hier reden, viele von ihnen haben den syrischen Krieg in den vergangenen 3 Jahren durch ihre Fenster mitverfolgt. Sie sagen, Israel sei direkt daran beteiligt, den Rebellen über die Grenze zu helfen, auch wenn Tel Aviv weiterhin jede Beteiligung am Syrien-Konflikt bestreitet. Majdul Shams on the Israel-Syrian border. Nun sitzt bei mir Dr. Nick Braun, Journalist für die Junge Welt. Sie sind Nahostexperte, unter anderem auch für die Türkei. Sie kommen gerade aus Istanbul. Mhm. Sie waren dort im Hotel mit IS-Kämpfern. Ja, ich war etwas überrascht. Also ich war eingeladen auf einer Journalistenkonferenz, die eher von der sozialdemokratischen Opposition organisiert wurde. Und gestern saß ich dann in der Hotellobby und neben mir saßen einige bärtige Herren, auch relativ eindeutig gekleidet, wie wir es hier von den Salafisten kennen. Und ein Kollege hat sich dann mit denen unterhalten und es kam raus, es waren tatsächlich IS-Kämpfer. Die in der Türkei in dem Hotel waren. Das heißt, man kann auf jeden Fall davon externen Mächten sprechen, die im Syrien-Konflikt mitmischen. Inwiefern ist da die Türkei involviert, aber auch Israel, wie wir das jetzt gerade gesehen haben? Also gerade die Türkei ist sicherlich die Macht, die bisher oder die bis heute am stärksten den IS unterstützt. Also auch diese Kämpfer, die in der Hotellobby saßen, waren verwundet, haben sich in türkischen Krankenhäusern versorgen lassen. Es gibt dort ganze Dschihadistenabteilungen, wo diese Leute wieder kampffähig gemacht werden. Die Türkei unterstützt den IS, indem sie die Grenze offen hält. Die Türkei unterstützt den IS logistisch und so. Und das Ziel davon ist natürlich, zum einen geht es darum, die IS-Kämpfer gegen das kurdische Selbstverwaltungsgebiet entlang der türkischen Grenze einzusetzen. Damit hofft die Regierung von Erdogan zugleich auch die Verhandlungsposition der Kurden im eigenen Land, mit denen ja gerade ein Friedensprozess läuft, zu schwächen. Das andere Ziel ist es aber, Erdogan probiert regelrecht, die anderen NATO-Mitglieder, die USA, zu erpressen. Er sagt, wir stellen euch erst dann Flugplätze zum Kampf gegen den IS zur Verfügung und wir hören sozusagen erst dann auf, den IS hier weiter machen zu lassen, wenn die NATO, wenn die USA sich bereit erklären, hier eine Intervention zu machen, nicht nur gegen den IS, sondern eine Intervention, die auf den Sturz des syrischen Präsidenten Al-Assad zielt. Aber das ist jetzt ziemlich offen, was die Türkei macht. Wir haben aber auch andere Mächte hier im Spiel, die das nicht so offen propagieren, wenn wir zum Beispiel Israel als Beispiel genau, nehmen. Genau, bei Israel mag das etwas mehr überraschen, dass ausgerechnet Israel
Israel hier jetzt an seiner Grenze offensichtlich die Al-Nusra-Front, also den offiziellen Arm von Al-Qaida in Syrien, unterstützt. Aber wir haben es in den letzten Tagen, Wochen ja mehrfach erlebt. Die Al-Nusra-Front ist im Gebiet bei den Golanhöhen sehr aktiv und bekam dort also mehrfach regelrecht Feuerschutz durch israelische Artillerie, israelische Luftwaffe gegen die syrische Armee. Ich meine, es schaut wie ein Paradox aus, aber es macht insofern Sinn, wenn man sieht, dass für Israel dort der Hauptfeind die sogenannte schiitische Achse ist. Also ausgehend von dem Iran, der iranischen Regierung, über die schiitisch dominierte Bagdader Regierung, über die Regierung von Al-Assad in Syrien bis hin eben zu Hezbollah. Und die großen Sorgen Israels sind es, dass Hezbollah-Kämpfer, die an der Seite der syrischen Regierung auch in Syrien aktiv sind, in den völkerrechtswidrig besetzten Golan eindringen können und von dort dann eventuell auch Israel unter Beschuss nehmen. Und die israelische Logik ist jetzt, mit Al-Qaida gegen die Hezbollah dort zu kämpfen. Und deswegen können sich die Al-Qaida-Kämpfer von Al-Nusra dort relativ frei bewegen. Und ähnlich wie wir es in der Türkei erleben, wo ISIS-Kämpfer in Krankenhäusern liegen, soll es so etwas auch in Israel geben, dass immer wieder verwundete Al-Nusra-Kämpfer über die Grenze kommen können, ein paar Tage sich in israelischen Kliniken aufhalten können, um danach dann wieder in den Kampf zu ziehen. Vielen Dank, Dr. Browns. Vielen Bitte. Dank. Die US-Regierung hat übrigens Geldstrafen gegen 6 Firmen und Privatpersonen ausgesprochen, die Sanktionen gegen Syrien umgehen und Öl an die Assad-Regierung verkaufen. Zu den Übeltätern gehören niederländische, Schweizer, aber auch Firmen der Arabischen Emirate, die die Sanktionen umgehen.